Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 418. Jo, die neuen Teenies machen ihre Hausaufgaben, das ist sehr brav. Oh, und hier gammelt das Toastbrot vor sich hin. Sowas gammelt halt vor sich hin, weil das nicht von Jenny gemacht wurde, sondern weil der Alex das selber aus dem Kühlschrank geholt hat. Ja. Und nur die Jenny hat ja dieses frische Kochmerkmal durch ihr Kochbestreben. Und darum, wenn sie was kocht, verdirbt es nicht. Darum kann ich das einfach so bequem hier rumliegen lassen. Das ist schon sehr, sehr vorteilhaft. Okay, Tokibu, ja, ja. Gut, hier der kleine Luis hält Mittagsschlaf. Ja, und hat schon wieder in die Windel gemacht. Tja, das kann noch eine Weile dauern. Allein schon wegen der Windel, glaube ich. Aber wir werden sehen. Es ist ja ein Experiment. Und wenn es mir zu sehr auf die Nerven geht, dass er einfach die nötigen Level nicht kriegt, um zu altern, dann breche ich das Experiment eben ab. So, meine liebe Sonja. Dir geht's irgendwie gerade nicht so gut. Aber eigentlich bist du selbstsicher. Ach, von der Schule gestresst. Ja, das kann man verstehen. Hol dir doch einfach mal was zu essen. Wie wär's denn? Und dann kannst du dich um deine Bedürfnisse kümmern. Spaß und so weiter. Ja, der Alex braucht auch mal Spaß. Ah ja. Du könntest eigentlich mal deinen Teller aufräumen. Mal gucken, ob er noch wiederkommt und das macht. Denn wenn sie irgendwie Stress haben und viel zu tun, dann finde ich das in Ordnung, wenn ich die Teller für die aufräume. Aber wenn sie dann jetzt ihr Freizeitwochenende antreten, können sie sich um sowas auch selber kümmern. Hast du gehört, meine liebe Sonja? Auch du darfst dann deinen Teller selber wegräumen. Du findest hier was dreckig? Ach, du findest was dreckig? Wo? Wo ist was dreckig? Ich sehe nichts Dreckiges. Ja, bist du nochmal gut davongekommen? Ich hätte dich sonst glatt putzen lassen. Ah ja, Sonja, Nee, nicht hier so trelelelele und dann in das Bett von Mama hüpfen. Teller aufräumen. Uiuiui. Du kleiner Süßer, du könntest vielleicht erst nochmal aufs Töpfchen gehen. Und dann wäre es vielleicht auch sinnvoll, wenn du noch essen würdest vorm Schlafen. Mal gucken, ob du das vor der Bewusstlosigkeit noch hinkriegst. Ja, taumel, taumel. Naja, immerhin hat er schon Level 2,5 mit der Bewegung. Ja, hat schön gleich verteilt seine Fähigkeiten. Vielleicht lasse ich ihn dann erstmal ein bisschen schlafen. Und wenn er dann super hungrig ist... Oh! Okay, jetzt ist da zwar nichts dreckig, aber kaputt. Wir ersetzen die mal. Und dann könntest du hier mal aufwischen. Ja, ich weiß, ich habe euch ein freies Wochenende versprochen, aber solche Kleinigkeiten kann man ja zwischendrin schon mal mithelfen. Jawohl. Es sieht irgendwie drollig aus mit ihren rosa Gummistiefeln. Wollen wir kurz in den Kass gehen?
Schließlich bleibt sie ja das ganze Wochenende noch da und noch mindestens am Montag und vielleicht dann auch noch ein paar Tage länger. Ja, und das finde ich ganz schön, aber diese rosanen Gummistiefeln, da wird vielleicht ja eher sowas hier. Uch, die Socken müssen auch weg. Ja, passt farblich jetzt nicht so ganz. Das würde eher passen. Und das passt noch besser. Ja, ich denke, wir machen das so. Und dann gucken wir mal dein Nachtoutfit. Okay, damit kann man leben. Und wir haben jetzt eher kaltes Wetter. Naja, gut, das ist ein geeignetes Kaltwetter-Outfit. Da kann man nicht meckern. Das Party-Outfit ist okay. Ist nicht besonders feierlich, aber. Und was haben wir bei ihm? Ah, schon ertappt. Die Häschenpantinen. Und das. Ja, das muss ja nun nicht sein. Also für so ein Hemd ist es eigentlich momentan noch zu kalt. So ist besser, ja. Und die Hose, ich weiß zwar, dass es modern ist, zerrissene Hosen anzuziehen. Ja, du staunst, dass ich das schon gehört habe, gell? Aber du könntest dir vielleicht irgendwie auch andere Hosen anziehen. Nein, das sieht ein bisschen zu formal aus. Also Jeans sind ja in Ordnung, da habe ich ja nichts gegen. Na, das muss nicht sein. Diester, das wäre ein Kompromiss. Die sind auch schon abgeschabt, aber nicht ganz löchrig. Wärst du damit einverstanden? Und dann bräuchtest du eigentlich da noch schwarze Socken. So. Ein bisschen länger vielleicht. Mal gucken. Ja, schon besser. Okay. Gut. Nachtwäsche, die hatten wir schon. Die Partywäsche. Partywäsche. Partykleidung. Ausgehkleidung. Naja, findest du das schick? Ich finde es etwas merkwürdig. Und doch eher sowas. Das sieht lässig aus. Und hier diese Hose. Weißt du was? Ich finde die völlig unmöglich. Ja, so gefällt sie mir besser. Und die Kaltwetterklamotte. Das ist okay. Gut. Ah, und bei der Jenny, das hatte ich glaube ich schon gemacht. Ja, die hat ja mehrere Outfits, dass ich hier auch so eine Klamotte verschafft habe, wo sie. Ja, diese da. Sowas, was sie immer bei der Josie, da ist sie ja immer aufgetreten als Bodyguard. Und war nicht schwanger und hatte dann zum Beispiel sowas an. Und wenn sie nicht schwanger ist, sieht das richtig schick aus. Aber schwanger finde ich das ein bisschen unpassend. Aber sie ist ja nicht immer schwanger. Und dann hat sie, ich glaube, das ist eine Kaltwetterklamotte. Die gefällt mir irgendwie nicht mehr. Ja, da staunst du, dass mir die nicht mehr gefällt, nicht wahr? Wie wär's denn damit? Und dann aber mit Strumpfhose. Ja, das geht gerade so mit schwanger. Strumpfhose gibt es hier. Oder Leggings oder sowas. In Schwarz. Oh ja, muss schwarz sein. Ja, das ist ganz lustig. Und das ist besser. Ja, damit kann ich leben.
Und ja, da du öfter mal ein Kaltwetter-Outfit anhast, gucken wir mal, was sich da noch so anbietet. Oberteile. Wie sieht das aus, wenn man schwanger ist? Ich fürchte nicht so gut. Jo, es geht, es geht. Es könnte schlimmer sein. Dazu muss dann aber eine Hose. So. Na, das passt farblich jetzt leider gar nicht. Das passt besser. Ja, ich denke mal, das passt halbwegs. Auch in der Schwangerschaft. Okay, meine Liebe. Oh, sie hat auch kaputte Hosen an. Kein Wunder, dass sich die Kinder mit kaputten Hosen kleiden. Aber Jenny, die könntest du mal flicken. Du hast doch nachts immer Zeit. Ansonsten sieht die Klamotte ganz gut aus in der Schwangerschaft, finde ich. Also dieser Mantel wirkt so ein bisschen kaschierend. So. Jo. Ja, so nach und nach wird alles ein bisschen umgestylt. Aber durch die ständigen Geburtstage kriegen die ja auch immer wieder neue Klamotten. Jetzt nicht Jenny, aber die Kinder. Und manchmal lohnt es sich schon, sie ein bisschen umzuziehen. Also vor allem, wenn die über ein Wochenende und drüber hinaus bleiben, dann lohnt sich das schon mal. So, also, der kleine Alex ist ins Bett gegangen. Ja, der kleine Luis, obwohl er hungrig ist. Ja, du tobst jetzt, geh doch einfach mal ins Bett. Und dann isst du was, wenn du schon ein bisschen ausgeschlafen bist. Dann könnt ihr vielleicht gemeinsam einen Mitternachtsimbiss halten oder sowas. So. Und Sonja, du stehst hier einfach rum. Es gibt viel zu tun, meine Liebe. Zum Beispiel könntest du mal auf die Toilette gehen und ein bisschen duschen und vielleicht ein paar Fische beobachten und dann ganz dringend ins Bett gehen. Und was haben wir hier? Das nächste Meisterwerk. Das sieht aus wie Pop Art. Okay. Jenny, du könntest mal dieses Pop-Up-Gemälde verkaufen. Pop-Art-Gemälde verkaufen. Jawohl. Naja, in 2 Stunden kommt sie ins dritte Trimester. Dann sollte ich nach dieser Folge mal die Sonnenschein und die Miller ausziehen lassen, damit Platz für Zwillinge ist. Jo. Und jetzt gucken wir mal bei den Gruppen. Wir haben ja hier noch 2 potenzielle Väter in petto. Aber es ist natürlich besser, wenn wir noch mehr hätten. Dann könnte Jenny vielleicht mal gucken, ob wir dazu kommen, dass ich sie morgen mal irgendwo losschicke, um noch ein paar Männer kennenzulernen für ihre Vätergruppe. Vielleicht sogar noch heute Nacht? Denn morgen ist ja dieser Ostertag, das wollen wir ja mit der Familie feiern, denke ich. Dann wäre es nicht so gut, wenn ich sie wegschicke. Wobei wir natürlich, na, das ganze Wochenende haben wir nicht Zeit, weil sie irgendwann zwischen Samstagabend und Sonntag tagsüber die nächsten Kinder kriegt.
Ja, dann fahre ich vielleicht in der nächsten Folge mit Jenny zum Männer kennenlernen. Luis ist sehr hungrig. Oh, mein lieber kleiner Luis, du darfst dir was zu essen holen. Mal gucken. Ja, den Mark wecke ich jetzt einfach auch auf. Soll der sich auch was zu essen holen? Und dann können sie wieder schlafen gehen. So. Also danach soll er wieder schlafen. Ja. Okay. Ja, wie sie schon wieder so ihren Bauch nach vorne schiebt, die Jenny. Ja, drittes Trimester dürfte jetzt schon sein, oder? Ja, drittes Trimester ist jetzt schon. Ja, sie ist ganz energiegeladen. Guck mal hier, ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, du sollst hier alles im Garten verkaufen und den Garten pflegen. Ist doch eine gute Tätigkeit für die Nacht. So. Ob der Alex jetzt von selbst ins Bett geht? Nee, bestimmt nicht. Aber ins Bett schicken ist ja in Ordnung. Das darf ich. Ich schicke ihn auch ins Bett, denn wenn der jetzt wach bleibt, dann ist er morgen um 9 hundemüde und dann hat er den Tagesrhythmus völlig umgedreht. Das ist auch nix. So. Sehr schön. Ah, und hier wachsen die ersten Früchte dran. Peppbeeren. Der trägt jetzt wohl nur noch Peppbeeren. Schade. Früher haben diese Bäume dann, egal mit welcher Beere man sie gepflanzt hat, alle Emotionsbeeren getragen. Das hat mir eigentlich besser gefallen. Aber das haben sie irgendwann geändert. Jo, ich denke, ich mache mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.